Heute tauchen wir in die mystische und magische Welt der Einhörner ein. Denn dank dem Mod, den ich euch heute vorstelle, sind Einhörner eine vollwertige, okkulte Lebensform. Du kannst sie in der Wildnis finden, in deiner Familie aufnehmen, sie können gut oder böse sein und haben magische Kräfte. Damit dieser Mod funktioniert, benötigst du nur das Basisspiel, das Pferdepack und am besten auch den Playable Pets Mod. Natürlich kann man Einhörner nur an einem wahrhaft magischen Ort finden. Hier in der geheimen Waldlichtung muss unsere Wednesday ganz einfach nach Einhörnern suchen. Und damit es realistisch bleibt, findet sie natürlich nicht auf Anhieb eines, sondern man muss wirklich ein wenig herumgehen und hoffen, dass man eines trifft. Und ein Einhorn ist aufgetaucht. Es heißt Raphael Pur. Es kann einfach fliegen. Oh mein Gott, wie großartig ist das? Es schläft auf einer Wolke. Aber natürlich müssen wir es trotzdem aufwecken. Irgendwie müssen wir uns ja damit anfreunden. Sorry, Raphael, tut mir leid. 2000 years later. Die beiden haben sich endlich miteinander angefreundet. Und da die beiden jetzt befreundet sind, wird das gute Einhorn einfach bei uns einziehen. Das entschied ich jetzt, weil ich keine Ahnung habe, wie es sonst funktioniert. Der Mod beinhaltet gute und böse Einhörner und ich glaube, wir können hier schon ganz gut erkennen, wer gut und wer böse ist. Gute Einhörner wie unser Raphael können Zutaten beschwören oder auch Pflanzen heraufbeschwören. Und wie wir gerade gesehen haben, böse Einhörner können Pflanzen verfluchen. Unsere Orchidee ist jetzt verwelkt. Was aber natürlich kein Problem ist, denn Raphael kann sie ganz einfach wieder segnen. Und jetzt hat unsere Orchidee einfach eine perfekte Qualität. Aber das war noch lange nicht alles. Einhörner können sich ins magische Reich teleportieren, zur geheimen Waldlichtung teleportieren und natürlich auch ein Nickerchen in den Wolken machen. Außerdem können böse Einhörner, wie unser Rico, den Sensenmann beschwören. Und schon ist er da, der Sensenmann. Rico kann ihn einfach angreifen. Ich weiß nicht, wie schlau das ist, aber wir machen das jetzt. Oh mein Gott! Unser Einhorn hat den Sensenmann einfach mit einem Blitz beworfen. Ob dein Einhorn gut oder böse ist, kannst du natürlich beeinflussen, einfach indem du gute oder böse Zauber wirkst. Und gute Einhörner können Sims segnen. Und deshalb werden wir jetzt einfach mal unsere Wednesday segnen. Wie großartig ist diese Stimmung! Segen des Einhorns! Weil von Einhorn gesegnet wurde. Wednesday wurde von einem Einhorn gesegnet. Mit dieser reinen Magie, die sich zugunsten von ihr auswirkt, wird es ein Kinderspiel sein, Kontakte zu knüpfen und Fähigkeiten aufzubauen. Die Details sind so großartig. Ganz ehrlich, EA hätte es nicht besser machen können. Und auch der Pferdemister Einhörner sieht natürlich anders aus. Einhornmist ist 100 Simoleons wert. Für einige Viehzüchter hat sich Pferdemist als stabile Einnahmequelle erwiesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Einhornmist ist sogar noch wertvoller. Falls eure Sims sich mit einem Einhorn gut verstehen, könnt ihr dieses auch nach Hornstaub fragen. Und nun haben wir magischen Einhornstaub im Inventar. Es ist bekannt, dass das Horn eines Einhorns die Quelle seiner Magie ist. Mit nur einer kleinen Menge dieses schillernden Pulvers können selbst die tödlichsten Krankheiten geheilt werden. Probiere es aus. Wir können den Einhornstaub auf alle Menschen in der Umgebung anwenden. Oder wir benutzen ihn jetzt einfach mal an uns selbst. Wieder eine neue Stimmung. Essenz der Magie. Wow, dieses bisschen Staub hat es in sich. Das Horn eines Einhorns besteht aus reiner Magie und kann in kleinen Mengen selbst die tödlichsten Krankheiten heilen. In großen Mengen kannst du vielleicht sogar ein oder zwei Zauber wirken. Und mit dem Einhornstaub kann man auch gewöhnliche Pferde in Einhörner verwandeln. Das probieren wir jetzt gleich mal bei unserem neuen Pferd Zane aus. Wie großartig ist das? Zane ist jetzt ein Einhorn.
Einhorn. Zane wurde in ein Einhorn verwandelt. Mit dieser neu entdeckten Magie kann er sowohl Sims als auch Pflanzen zum Gedeihen segnen oder zum Verfall verfluchen. Wie er diese Gaben nutzt, wird eine Auswirkung auf seine Ausrichtung haben. Gute Einhörner sind Geschöpfe des Wohlwollens und der wiederherstellenden Magie, während böse Einhörner Vorboten des Untergangs sind und eine besondere Verbindung zum Leben nach dem Tod haben. Fördere diese Kräfte mit Bedacht, denn Zane wird stark von dieser Magie beeinflusst. Oh mein Gott, dieser Mod ist so großartig! Und eine Sache müssen wir natürlich noch ausprobieren. Können Einhörner Sims wirklich töten? Rico wird Jacob jetzt einmal angreifen. Noch lebt er, aber er fühlt sich benommen. Von einem Einhorn zerschmettert, weil von einem Einhorn angegriffen wurde. Jacob spürt noch immer den Stich dieses magisch aufgeladenen Blitzes. Es ist sicherlich eine Lektion, auf der guten Seite der Einhörner zu bleiben. Können wir ihn jetzt nochmal angreifen? Jacob wurde bereits angegriffen. Irgendwie müssen wir ihn doch töten können. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in diesen großartigen Mod hat euch gefallen. Falls ihr ihn schon getestet habt, schreibt mir eure Meinung sehr gern in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Heute tauchen wir